Und zurück im Calm Falls 2 Horror-Universum. Im noch nicht ganz gruseligen Krankenhaus, aber das wird noch. Vermute ich mal. Ich schaue mich ein bisschen um. Alleine. In Ordnung, ich bleib so lange hier. Ja, renn nicht weg. Ich geh nur aufs Klo. Ich geh nur Zigaretten holen. Ich steuere ihn nicht, es ist Sequenz. Aufzeichnung von Mortimer. Die Experimente mit den Patienten gehen gut voran, doch leider stellt sich bei keinem der Erfolg von Patient 24 ein. Patient 24? Patient 24 ist für mich immer noch ein Rätsel. Anscheinend haben die Experimente irgendwas an ihm verändert. In ihm beginnt eine seltsame Kraft zu wachsen. Es ist, als könnte er ein Tor in eine andere Welt öffnen. Ich befürchte, wir können ihn hier nicht mehr lange festhalten. Irgendwann wird er durch diese andere Welt entkommen. Okay, das ist strange. Solange der Polizeichef mitspielt, sollte das aber kein Problem sein. Wenn es gar nicht anders geht, müssen wir Patient 24 wohl töten, auch wenn es einen herben Rückschlag bedeuten würde. Warum sind diese Daten nicht verschlüsselt? Können wir uns jetzt bewegen? Nein. Also experimentiert Mortimer tatsächlich an den Patienten herum. Mit Alien-Technologie. Und dieser Patient 24, ich weiß ganz genau, wer das ist. Unser kleiner Mann, der gerne Leute tötet. Alte Akten und so weiter. Lalalala, medizinische Bücher. Ach, wir finden doch eh nichts, oder? Nicht mal Medipacks. Ist doch nur ein Krankenhaus. Hier? Nein, nichts. Eine Pflanze. Raus hier. Jetzt ist er weg. Ach, wie überraschend. Catherine. Und jetzt Horror-Sound. Noch nicht? Kommt noch. Bestimmt. Bestimmt kommt's noch. Wo ist sie hingegangen? Weiß nicht. Hinweise für Patienten. Gehen sie nach links, um zu sterben. Gehen sie nach rechts, um nicht zu sterben. Wir gehen nach links. Die Tür ist verschlossen. Schön. Tut sich nichts, anscheinend ist der Fahrstuhl außer Betrieb. Aber der Computer funktioniert noch, nicht wahr? Natürlich. Hier arbeitet keiner mehr, aber ansonsten... Computer funktioniert noch, Strom ist noch an, na klar. Medizinische Utensilien brauche ich nicht. Würden hier Monster rumrennen? Ja, aber so? Nö. Ich schwinge ja auch erst meine Sense, wenn Menschen kommen, genau, wenn Menschen kommen. Wenn Monster kommen, genau. Hier ist nichts. Natürlich. Moment. Hier. Die Fahrstuhlsteuerung wurde ausgeschaltet. Ich schalte sie wieder ein. Wow, ich bin so ein Supermann. Da. Ich kann so viel, ich kann nur keine Fotos machen. Er hat nicht mal ein Foto vom Krankenhaus gemacht. Von nichts. Meine Güte. Langsam zweifle ich an ihm. Die Tür ist auch verschlossen. Was ist denn das hier? Nichts Besonderes. Ach so. Und hinein. Oh. Randaliert da jemand oder ist das Musik? Ich mach mal ein bisschen lauter. Oh Gott. Super Happy Fun Lift. Super Happy Fun Lift. Merkwürdiger Lift. Ach nee, wir sind aus dem Lift wieder rausgekommen. Ach so. Ich habe nichts gehört. Kein Geräusch, kein rein, gar nichts. Super Happy Fun Lift. Super Lift. Was? Hier werden wohl Leichen aufbewahrt. In Einzelteilen oder was? Und dann haben sie die Wände mit Blut beschmiert, nicht wahr? Was ist hier? Eine Art Müllschlucker. Super Happy Fun Etage. Super Happy Fun Etage. Ein Patient. Ich will dir nur helfen. Bitte bleiben Sie doch stehen, Sir. Sir, ich will Ihnen wirklich nicht wehtun, aber... wenn Sie mir keine andere Wahl lassen, muss ich Ihnen leider die... und nicht wohlschmeckende Medizin verabreichen. Und jetzt hat er wieder volle HP, oder? Obwohl, Moment, das muss er... Eventuell mit etwas Glück nicht. Super Happy Fun Etage. Ach, du hirnloser Vollidiot. Schlag doch zu! Ich beschimpfe mich gerade selber übrigens. Mit hirnloser Vollidiot meine ich mich selbst. Nein! Mann! Nur weil du keine Unterkiefer hast, musst du hier nicht aufmucken. Oh Mann! So, oh, wie... Oh Gott! Schick doch endlich!
Stirb. Das Auge geht mir auf den Sack. Stirb, Auge. Oh Gott. Was haben wir noch so alles? Nichts weiter, nur noch ein bisschen Medi. Mein letztes Medi. Ach du Schande. Och, endlich tot. Jetzt nur noch das Auge. Hallo, Auge. Damn. Hoffentlich kommen nicht noch mehr Patienten. Oh, in einem Krankenhaus Patienten. Warum denn? Ist hier irgendwas? Nee, Quatsch, ist ja gar nichts versteckt. Nirgendwo ist, hier was versteckt. Ja, Erste-Hilfe-Kasten. Wirres Gekritzel. Ich kann nicht lesen. Deswegen mache ich auch keine Fotos. Ich bin eigentlich gar kein Reporter. Nein. Doch, ich bin schon Reporter, aber ich lasse immer meine Frau schreiben. Ich mache immer nur Fotos. Ach, das kann ich ja auch nicht. Der PC ist defekt. Natürlich. Ich kann gar nichts. Okay, was haben wir denn hier alles? Ein leeren Raum des Terrors. Jau. Nein. Nein. Hier ist nichts weiter. Also, nein. Also gehen wir wieder. Tschüssi. La la la, leerer Raum des Terror. Leerer Flur des Terrors. Hier noch irgendwas? Ein Operationstisch. Klinisch rein. Die Tür ist verschlossen. Natürlich. Jetzt müssen wir wieder irgendeinen Schalter umlegen, nicht wahr? Die Tür ist verschlossen. Toilette? Was ist das? Soll das ein Hinweis sein? Es leuchtet ja gar nicht rot. Es ist nur ein einheitliches Rot. Das kann gar kein Hinweis sein. Ein Raum mit zwei Schränken drin. Auf der linken Seite ist ein roter Durchgang. Ach so, wir sehen in ein unteres Stockwerk. Ein Raum mit zwei Schränken drin. Auf der linken Seite ist ein roter Durchgang. Ah ja. Okay. Danke für den Hinweis. Die Tür ist verschlossen. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Ein Hinweis auf was? Auf was? Auf was haben wir runtergesehen? Hier ist doch nichts weiter. Oder doch? Tür ist verschlossen. Wir sehen nochmal nach. Also, soll das ein Hinweis sein? Och man, ich und Rätsel. Och nö. Soll das ein Hinweis sein? Also, wir sehen dort ganz... Also, wir sehen dort... Dort ist ein Raum. Und irgendwie angeblich mit zwei Schränken drin. Auf der linken Seite ist ein roter Durchgang. Vielleicht müssen wir einen Schrank verschieben oder sowas. Aber hier sind nirgendwo Schränke. Oh Gott, nein, sag mir nicht, es ist... Oh nein, es ist hier. Oh, beim Patienten. Ich hasse euch. Haben wir wirklich auch die Sense ausgerüstet? Ja. Oh Mann. Nein, hol nicht vorher Schwung. Oder nein. Ach, weißt du was? Ach, Dave, lass es bleiben. Lass es bleiben, Dave. Nein. Spring einfach in sein offenes Maul hinein und stirb einfach. Ja, du wirst immer zur gleichen Zeit getroffen wie... Ja, nee, ist klar, ne? Wir können ja mal speichern, oder? Gut. Oh Gott, der Himmel, Herrgott. Oh, meine Güte, meine Fresse. Auge, nein, oh, meine Güte. Stirb. Auge. Ah, Bindehaut-Entzündungsmonster. Ja, du bist jetzt das Bindehaut-Entzündungsmonster. Tot. Okay, hier, oder? Hier. Es ist doch dieser Raum. Mit zwei Schränken. Ach so, Hängeschränke. Okay, die richtigen Schränke. Hier. Hier müsste es doch sein, oder? Oder hier? Oder hier? Wir warten mal, bis er genug Schwung hat. Bis er sich genug angespannt hat, um eine Sense zu schwingen. Oder irgendwas anderes. Okay? Moment. Vielleicht müssen wir irgendeinen Gegenstand verwenden, ne? Digitalkamera? Nein. Brecheisen? Nein. Meine Güte, Dave. Mach doch mal was richtig. Es ist dieser Raum, definitiv. So, zwei Tiles nach rechts. Okay, danke für diesen äußerst hilfreichen Hinweis. Hä? Das war doch vorher nicht da. Dort ist ein Geheimgang.
Ja, jetzt plötzlich. Das waren doch nur Hänge... Ich schaue mir das Video nachher nochmal an, aber... Ich bin mir sicher, hier waren vorher nur Hängeschränke. Das ist jetzt... irritierend. Ich muss darüber nachdenken. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt, Cornfalls 2 in einem gruseligen Krankenhaus, wo nichts Sinn ergibt. Gar nichts. Gut, bis gleich.